Fußball ein bisschen sauber machen mit der Radbürste. Kurz in der Hand. Ein bisschen sauber machen. Und dann einlegen. Und dann mit einem Lappen hinterher. Das sieht man schon wieder hoch, also die Ketten ganz locker bleiben. Alles, was du, wo es gehören, hin soll, da kannst du nicht abwischen. Also soll zwischen die Röntchen. Urlaubskasse. Urlaubskasse. Was nur? So, jetzt sieht der Tommy raus und speicht erstmal die ganzen Dinger aus hier, die ganzen kaputten Speichen.
Ja, heute darf ich mal draußen sitzen. Ja, muss sein. Ich darf heute draußen arbeiten. Ich bin trotzdem arbeiten. Wo musst du viel arbeiten jetzt? Ja, ja. Reicht nicht. Öffnungszeiten reicht nicht. Da fehlt. So lange? Ja. Und wo würde ja bist du wo? Arbeiten. Ich meine, wenn du nicht da bist, das Vierteljahr oder? Bin ich arbeiten. Oh. Sofa. Ja, ja. Ich dachte, ihr seid vielleicht irgendwo in, auf so eine kleine Kapuze. Weißt du, manche haben das geschafft. Ja, ich hab's leider noch nicht geschafft. Aber es wäre cool, ne? Das wäre schön, ja. Wirklich so mal ein halbes Jahr. Wenigstens im Schrebergarten, ne? Also naja, es ist ja im Winter nicht so gemütlich. Da müsste schon irgendwo so Waldhütte mit Kamin. Haha, das wäre schön. Ja, ja. Und dann kann man sich da ein halbes Jahr verkrümeln. Ich habe auch immer versucht, immer wieder, aber... Aber? Geht nicht, wa? Nee. Kostet ja auch Geld, kostet allzu viel Gemeinschaft Geld. Ist ganz schwierig, selbst wenn es lang war. 6-mal bin ich immer 2 Jahre geackert mit, nicht für Money. Aber immer bin ich weggeschickt worden, mit Kind auch. 2 Jahre auf dem Hof geackert, im Haus. Ei, ei, ei. Einmal von einer Lehrerin, weißt du, die Mutter kam dann, boah, die Mutter kam dann und sie war Lehrerin. Und wir waren eine Familie, die hatten großes Grund im Wendland. Ich war 2,5 Jahre regelmäßig Wochenende. War noch Grenze und ja. Babys haben in die Hose geschissen und gekackt, weil ich war alleinerziehende Mutter geworden war. Ja. Und dann nach 2,5 Jahren haben die ihr Haus aufgerüstet, altes Bauernhaus so, ne? Und wir sollten aber weggehen, war die Zeit, wo die ersten Windmühlen, die Jäger haben mich vertrieben. Ich hatte mir gerade so ein Bauwagen gekauft. Ich hatte das erste Mal Geld, 900 für einen Bauwagen. Weit hinten im Land zwischen die Disteln. Geackert, alles fertig gemacht und ich wäre so gern da geblieben. Verschwinde hier, die Jäger kommen, wir wollen euch nicht. War nicht mal ihr Grund, ne? Die Jäger im Wendland, wegen der Windmühle. Erneuerbare. Und dann bin ich, sind wir. Waren wir 2 Frauen mit 2 Kindern und die Mutter dieser beiden Studenten, die sollte uns eine Unterschrift geben, dass wir uns für ein Haus, Miethaus bewerben können, ne? Für ein Miethaus. Ja. Hat sie nicht gemacht. Und einmal war ich diese Frau besuchen, weil ich bin schon immer gerne mitgenommen worden, weil ich kann, konnte sehr gut ackern. Ne? Also ich kann, ich liebe das in der Erde, weißt du? So und dann bin ich zu der Mutter, die hier wohnt, irgendwo am Randhaus in so einem Bungalow. Ich sag dir, ein Badezimmer,
mit riesigen Spiegeln und bestimmt 100 Lippenstiften. Und da habe ich gesagt, so eine Sau. Und das ist eine Lehrerin, stell dir mal vor. Und die gibt zwei Müttern mit zwei kleinen Kindern nicht mal eine Unterschrift, dass wir uns anders bewerben konnten. Da ging es nicht um Arbeit, da ging es um Community. Ist das hart, wa? Ach Mensch, hör auf. Hör auf, ich bin... Das ist wirklich manchmal sehr ungerecht. Das ist ganz schön schweinisch, ist das. Guck mal, willst du mal meine Bilder sehen? Deine was? Ich habe gerade Fotos gemacht von meiner Ackerei in der letzten Zeit. Ist nur ein Stück davon. Du musst aufpassen, ich filme hier, ja, die Kamera filmt hier gerade. Nicht, dass du nicht drauf willst oder so. Ach, für die Idee, du filmst. Ich filme, ja, ja. Du willst doch mal gucken, guck, alles zerstört. Ich zeig dir nur die schönsten, da haben sie zerstört. Die mit dem Bagger? Die großen Äste, Bäume gesehen. Und das ist ja mein Thema, ich bin ja viel, das ist nicht so. Das haben die gemacht da vor meinem Fenster. Und ich werde immer wütend, weil das ging. Recycle ich, wenn ich traurig bin oder lange, lange. Ich habe immer zu tun. Angefangen habe ich so, ne? Ja. Dass die Nachbarn mitmachen. Aber es hat lange gedauert, bis die Nachbarn. Und machen sie jetzt mit? Nicht wirklich, aber ja. Ich habe Lob bekommen. Siehst du, gegen Baum mache ich so, ich sehe dann schön beschissen schon mal. Ja, ich bin die Zeit geht da nicht spurlos an einem vorbei. Scheiße, ich habe mich aufgepasst, ehrlich gesagt. Ach ja, aber wie willst du denn aufpassen? Diese Wo habe ich angefangen? Ich habe alles abgerissen, also nicht abgerissen, die Wurzeln. Und dann habe ich gegen Lärmbelästigung und gegen Staub so einen riesigen Zaun, 30 Meter habe ich geschafft. Hier im Winter habe ich den Efeu hier rausgerupft. Den so hochgesetzt, ja? Dass so, so an den Zaun, dass die den nicht kaputt machen. Und dann habe ich Gurkenwipfel, habe ich richtig was auf die Reihe gebracht. Erst so kleine Kästchen. Ja, und das ist doch schön. Das habe ich getan und dann habe ich öffentlich, das habe ich hier öffentlich gearbeitet. Bitte keine Kotbeutel ja, ins ja. Gebüsch werfen. Nur der Mensch kann das, kann ja, auch Hunde helfen. Werden davon krank. Am Ufer habe ich oft bin ich mit so einer kleinen Hake. So bekomme ich immer Kontakt. Also so mache ich. Wisse, dann kam der Winter. Alles war braun und die alten Weiber haben mit mir gemeckert, wie die Arschgeigen haben die mich behandelt. Ich habe gesagt, schämt euch. Ihr solltet euch schämen, ihr alten Weiber. Also ist die alten Waschweiber. So kleine Bäume, die waren unterm Efeu verdeckt. Und die habe ich dann hochgebunden. Ja. Und die waren so groß wie du und ich, so für ja. Die Kinder, ne, zum Gucken. Und dann kam es früher, waren die plötzlich hochgeschossen, ganz dünn. Und jetzt, heute habe ich noch mal einen kleinen Film gemacht. Und jetzt sind die ganz groß. Also, weil sie die großen abholzen. Siehst du, so, die ganz, sieht ganz schön irre aus, ne? Und hier, siehst du, so habe ich angefangen. Und was wird da nebenan gemacht bei euch? Warum wird da gebaut, gefällt? Bauen sie da irgendwas? Überall, bis hoch zum Baumschule, überall riesige Dinger. Und ein so ein Typ, der solche Bäume wie hier in der Straße gesetzt hat, der hat diese riesigen Stämme und für die Kinder haben sie gar nichts da gelassen. Ne? Dich hier, meinst du? Genau. Ja, nein, das habe ich ja gesagt, der soll mir, das machen wir zusammen, dass die hier immer mit den Fahrrädern, nicht so wie da, guck mal. Die Fahrräder an dem Baum, das finde ich nicht gut. Ich das, ja, die Tü, die, und das deswegen habe ich gesagt, unsere Gesellschaft, da eine und da nicht. Kommt auch noch eine hin. Unsere Gesellschaft, die denkt, die sind nicht viele. Die sind alle hier mit Smartphone, die müssen hier nur aufnehmen, aber ich habe nicht so ein Talent für das irgendwas. Na, ich ja auch nicht, ich lasse einfach laufen. Und mal gucken, was es bringt. Vielleicht verändert es ja auch was, wenn man so zeigt, die Meinung von verschiedenen Leuten mal darzustellen. Ich fand es einfach witzig, hier an der Straße das Leben auch mal festzuhalten, weißt du? Dass man das so wirklich mal. Und bist du jetzt schon bei Natur AG oder Atomkraft? Nein, also, danke. Oder lässt du also dich ich noch bin, abblotten? Also ich bin
weißt du das? Sehr, ich bin, wie sagt man, sehr, naja, belastet nicht vor. Ich habe eine lange Vorgeschichte. Meine Mutter ist Umweltausschussvorsitzende gewesen. Erst war sie in der SPD und dann ist sie zum Bündnis 90 Grüne gegangen. Und, aber jetzt mittlerweile macht sie nichts mehr in der Politik, ne? Weil es ist ausgewandert. Deswegen macht sie ja auch nichts mehr in der Politik. Sie ist wahrscheinlich mit dem Ganzen nicht mehr klargekommen und es wie alt hat ist dann. Deine Mutter jetzt? Jetzt ist sie 58. Oh, ich bin 62. Sag ich doch mal so. Ja, denn seine Mutter ist bestimmt ein guter Fall für mich. Also, weil ich bin ja ein hoher Kritiker von ganz vielen. Na, wahrscheinlich würdet ihr euch gut verstehen, das mag sein. Aber dadurch bin ich sehr viel damals immer schon mitgelaufen bei den ganzen Geschichten, die dort waren, diese, was weiß ich, wir hatten alle möglichen Veranstaltungen vom NABU und eine eigene Ökowiese haben wir gehabt im Erpetal. Echt? Das ist ja auch schön. Guck mal, was ich heute mir, ich hab die Bilder hier, was ich mir heute. Wo geht's hier hin? Ich bin Sabine, ne? Und ich habe jetzt ein ganz großes Problem. Die haben mir meine Altersvorsorge weggenommen. Die haben mir eine Betreuung aufgedrückt, die hinter meinem Rücken sich meine Papiere angeeignet hat. Und jetzt soll ich zum psychiatrischen Dienst. Ich habe schon eine kleine Karte bekommen. Weil ich, ja, du kannst, ich will schon, also ich habe nichts gegen. Ich habe so viel Angst, weißt du, weil ich wirklich auch nicht gemerkt habe, ich bin sehr alleine. Ich habe keine Familie, Kind hat mich nicht mehr besucht. So. Ich bin schon irre, ne? Aber ich bin nicht psychisch, also ich bin nicht blemblem, ich bin sauklar. Also ich kann. Warum sollst du zum psychiatrischen Dienst oder was? Ich dachte, dass ich mit diesen Erneuerungen